Johann Sebastian Bach begleitet mich schon seit meiner frühesten Kindheit. Also meine ersten Konzerte habe ich Bach gespielt in Kantaten. Bach hat ja seine eigenen Werke bearbeitet für unterschiedlichste Instrumente, Oboenkonzerte, Violinkonzerte. Und Johann Sebastian Bach hat auch Musik seiner Kollegen Vivaldi, Marcello bearbeitet. Und das haben wir zum Anlass genommen. Gerade für uns Trompeter ist das natürlich hochinteressant. Was findet sich für Literatur für unsere moderne Piccolo-Trompete? Auf der damaligen Naturtrompete konnte man einfach aufgrund des Tonvorrats natürlich relativ eingeschränkt nur virtuose Musik spielen. Und auf unseren modernen Instrumenten ist das heute möglich. Wir haben gerade die zweite Aufnahme mit Matthias Höfs beendet und es war wie immer eine totale Freude, mit ihm zu arbeiten. Was ich besonders schätze an ihm, ist, dass er uns wahnsinnig viel Raum lässt, so eigene Kreativität zu entfalten und nicht einen ganz steifen, strikten Plan vorgibt. Ich habe einige Stücke arrangiert, die wir zum ersten Mal heute in der Besetzung auch ausprobiert haben. Und das ist super spannend. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder das Trompetenrepertoire etwas erweitert haben.